Jo Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pokémon Feuerrote Edition Let's Change. Ja, seit langem mal wieder. Was ist das für ein Kampf, bitteschön? Das ist immer richtig. Warum kann sie keine Wasserattacke? Wir haben doch bestimmt irgendwie... keine Ahnung. VMTM. Ach, Flame ist verwirrt. Natürlich ist Flame verwirrt. Sie hat sich Verwirrung selbst verletzt. Warum auch nicht? Warum zur Hölle Flame? Das ist doch das Dümmste, was man machen kann. Der ist 34. Warum Flame? Das ist doch jedes andere besser. Wechseln. Ich wechsle nicht Windhoof aus, sondern Flame. Das macht null Sinn. Warum nicht Timmy zum Beispiel? Verstehe ich nicht. Warum Flame? Naja. Übrigens sind sie beide verwirrt. Das ist natürlich sehr geil. Also sie waren beide verwirrt. Einmal Zahltag und es dürfte es wahrscheinlich sogar schon gewesen sein. Wenn Windhoof angreift. Ja. Und Zahltag und das war's für Vulnoma. Das ist wirklich interessant. Warum Flame? Ich verstehe es nicht. Oh, aber Uwe sieht auch bei einer... Oh, na. Oh, aber Uwe sieht auch bei einer Lila cool aus. Ja. Sicherlich. Wo sind wir überhaupt? Können wir hier zurück? Route 16. Oh. Gab's hier Fliegen? Ich glaube, hier gab's Fliegen. War das so? Ich glaube ja, ne? Falscher Knopf. Beutel. Super Trank auf Windhoof. Und Super Trank auf ihn hier. Auch wenn der normale Trank auch geholfen hätte. Aber naja. So, den tauschen wir mit Smetbo und dann werde ich wohl mal wohl oder übel Windhoof trainieren. Ich guck mal in den Beutel. Wir haben doch sicher eine VM dafür. Eine TM. Aquavelle zum Beispiel. Ist eine gute TM. So. Ja. Rechte Hand braucht keine Sau. 1, 2 und schwupp. Windhoof hat Rechte Hand vergessen und Maschine beigebracht. Aquavella. Wie lange das dauert, bitteschön. Alle hat Aquavelle. Okay, alles klar. Da hat es wenigstens mal eine Step-Attacke. So, Zerschneider. Jetzt ist die Frage, wir haben Fliegen, wir haben aber nichts, was fliegen kann. Wir haben hier einen Relaxo, wir brauchen eine Sylph Scope. Waren wir schon in... haben wir das Sylph Scope schon? Nee, ne? Bin so ein bisschen verwirrt gerade. Fahrrad, Angel, Karte, nee, wir haben keinen Sylph Scope. Ich meine, das ist ja bei... in der Spielhalle, ne? Sind wir noch in der Stadt mit der Spielhalle? Ist das Prismania? Ja, hier ist die Spielhalle. Und da war ja... der Geheimweg ja hier. Da waren wir noch gar nicht drin. Rocket Hauptquartier. Genau, da müssen wir nämlich rein. Ja, hier waren wir noch nicht. Du hast Mut, hier reinzuplatzen. Ja, oder ich bin einfach stärker als du und weißt das. Rocktrüppel Radikal wird für ein Team Rocktrüppel in den Kampf geschickt. Die haben 21 sind die. Das ist wirklich nicht... Okay, außer er macht Hyperzahn. Das ist natürlich dann scheiße. Oh, ein Volltreffer. Schön. Was kommt jetzt? Noch ein Radikal, natürlich. Warum? Eins reicht ja noch nicht, ne? Das ist, dass Radikal schneller ist als Windhoof. Warum auch immer, wie kommt man darauf, einen Aquana Windhoof 7 zu nennen?
Also die Anspielung Windows 7 ist ja schon klar, wegen Windows, aber warum Aquana? Beziehungsweise warum Evoli? Ich meine, klar, Windows hat so, blau ist so die Hauptfarbe von Windows, habe ich immer so das Gefühl. Und die ganzen Designs sind alle meistens blau, also standardmäßig. Also eventuell deswegen. Oh, keine Ahnung. Anderen Grund wüsste ich jetzt nicht. Okay, hier noch rein. Wie kommst du hierher? Keine Ahnung. Ich bin die Treppe runtergegangen, nachdem ich einen Schalter hinter einem Poster aktiviert hatte. Oh, was kommt denn dann? Traumato. Traumato, Traumato. Dürfte eigentlich kein Problem sein für Windows. Und schön, schön. Wirklich sehr schön, Traumato wurde verwirrt. Jetzt hat sich Verwirrung selbst verletzt. Das ist doch hübsch. Zack. Traumato wurde besiegt. Und Windhof erreicht Level 26. Wunderbar, was kommt jetzt? Ein Macholo. Windhof dürfte physisch recht gut in der Verteidigung sein. Nicht so gut wie in Nachtara. Aber Aquana ist, glaube ich, auch ein wirklich guter Tank. Also, wenn man das so nennt. Ich glaube, so nennt man es nicht bei Pokémon. Keine Ahnung. Oh, hier ist eine Tür, durch die ich nicht durchkomme. Dann gehen wir wohl mal die Treppe runter. Anderer Weg bleibt mir ja nicht. U2S. Der Boss sagt, der Silph Scorb macht Geister sichtbar. Genau das brauchen wir für den Turmdings. Und Zubat. Oh Gott, das wird ein langer Kampf. 5 Pokémon. Das ist natürlich nicht ganz so geil. Okay. Ja, Stufe 17, klar. Stufe bzw. Level 17, das ist nicht sonderlich stark. Genauso das Morgan, wobei das ist ja in der Verteidigung recht gut, aber ich glaube nur in der physischen. Ich glaube, die spezielle ist nicht so gut. Und selbst wenn fast 10 Level Unterschied ist, macht schon was aus. Wobei ich glaube, Slimer ist speziell ganz gut in der Verteidigung. Wenn wir gleich sehen, ob es was ausgemacht hätte, nein. Falls meine Aussagen überhaupt schon zutreffen. Ja. Zubat, Zubat. Tja, und das war's für Zubat. Für Zubat, Zubat. Und ein Rattikarl. Alle Level 17. Na, ah, das ist natürlich geil. Also bringt ihm nicht wirklich was, aber hey, ich misch mich da nicht ein, ja? Und Windhof erreicht Level 27. Ich bin gut. Und Rocket drüber besiegt Stab. Ich gebe mich. Aber ich glaube, selbst wenn wir Glurak entwickeln würden, würde es absolut nichts bringen, weil wir erst die nächste Arena für die fürs Fliegen bräuchten. Ah, oh, wie schnell das geht. Das haben die halt so beschleunigt. Ich weiß noch, wie das in der damaligen Version richtig langsam war. Also in der ersten Generation. Okay, wo geht's lang? Wie komme ich... Ach ja, ich kann einfach... Haha, voll... Voll der Denkfehler von mir gerade. Verhöhner. Okay. Ich weiß nicht... Ich denke, wenn ich hier lang gehe und dann hier links... Und dann hier längs. Dann dürfte ich hier längs, um zum Item zu kommen. Ja, das wollte ich. Super Trank gefunden. Okay, da komme ich nicht zurück. Das heißt, ich kann den Weg hier gehen. Okay, das war scheiße. Dann natürlich den Weg hier. Und dann den hier. Hier lang. Hier lang. Und dann hier lang. Schon sind wir hier unten. Hier haben wir übrigens einen Aufzug. Und was ist das? Verschiedenfarbige Lichter blinken. Alles klar. Okay, bringt der Aufzug was? Hier braucht man einen Öffner. Natürlich bringt der Aufzug somit nichts. Man braucht einen Öffner für den Aufzug.
Oh, ich hoffe, das hat man nicht gehört. Das war mein Bauch. Was willst du überhaupt hier? Euch auslöschen? Euren fiesen, bösen Plan vereiteln? Keine Ahnung, irgendwie sowas. Und ein Radfratz. Dürfte kein Problem für Aquavelle sein. Ja. Das war klar. Radikal. Lass mich raten, irgendwas mit. Oh, auch Level 19. Sind es wieder alle Level 19? Sag mir, dass du ein bisschen Vielfalt in deiner Pokémon-Auswahl hast. Also vom Level her. Ob, sei verwirrt und verletz dich selbst oder ich ruckzuck kipp dich einfach weg. Wunderbar. Oh, Akku fast leer von meinem Handy. Hoffentlich hältst du die 4 Minuten noch. 4,5, die ich aufnehmen darf. Ich weiß ja, dass mein Schatz sie schon wieder überzogen hat. Ich glaube, beim nächsten Projekt überlege ich mir eine Strafe fürs Überziehen. Waren jetzt alle Level 19, ja. Sinnvoll, lieber Rocketrübel, sinnvoll. Okay, im Prinzip, wenn man bedenkt, alle auf Level 19 ist eigentlich schon sinnvoll. Das kann nicht funktionieren. Keine Ahnung, ich glaube schon, dass es funktioniert. So, Supertrank. Windows 7. Und... oh, hier ist ein Item. Hypertrank. Yeah, voll der Hypertrank. Hyper. Alarm, Eindringlinge. Bam, 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 bam. Slimer. Oh, Level 20. Viel stärker werden die auch nicht mehr in dem Hauptquartier der Rockets, glaube ich. Naja. Nutze es jetzt als Training für Windows 7. Wenn man bedenkt, sonst würde... Also hätten wir Aquana jetzt nicht im Team gehabt, dann würden halt die anderen trainieren und die würden halt dann langsam aufsteigen, aber würden halt noch stärker werden als die jetzigen, als das jetzige Level Cap. Wobei ich nicht weiß, inwiefern sich das auszeichnet, dass die Rockets hier jetzt unter dem Level Cap sind, weil ich glaube, dass man die normalerweise vor der Arena noch macht. Und ich habe die Arena ja hauptsächlich wegen Blame geschafft. War mir so. Ich weiß nicht, ist schon ein paar Tage her, dass wir das aufgenommen haben. Aber ich glaube schon, dass es so war, dass hauptsächlich... Hey, geht's hier gar nicht weiter? Was? Muss ich hin? Nicht blöde? Frag nicht, hier ist eine Treppe, vielleicht gehe ich die mal. Nee, hier komme ich... Ach, ich muss weiter runter. Naja, das wäre vielleicht klug gewesen. So, hier hin. Badam, badam, bam, bam. Wir hörten schon, dass du im Onmarsch bist. Im Onmarsch. Ich bin im Onmarsch. Okay. Macholo. Macholo wird in den Kampf geschickt von Team Rocket Rüppel. Und ich schicke Windhof. Selbst ein 21er schaffen wir One-Hit. Okay, das ist wirklich sehr einfaches Hauptquartier jetzt. Ich glaube, die Forscher werden noch ein bisschen problematisch, wobei... Ja, theoretisch müsste ich da Flame für benutzen, wegen Stahl. Also die haben meistens Magnetilo. Um das mal zu erläutern, was ich meine. Und Frustration, das ist eine TM. Ist, glaube ich, nicht ganz so geil. Da gibt's nichts. Okay, hier erstmal das Item holen. Sonderbombam. Na schön. Okay, Moment. Probieren wir mal die andere Seite. Okay. Die Frage ist, will ich... Ich komme da rechts nicht lang, okay. Ja, dann darf ich das nochmal laufen, alles klar. Nee, da auch nicht, ich muss das unterste nehmen. Nee,
Das hier muss ich nehmen. Bam, bam, bam. Halt dich aus Team Rockets Angelegenheiten raus. Ja. Eventuell tue ich das vielleicht sogar irgendwann mal. Aber ich würde sagen, Leute, das war's für diese Folge von Pokémon Feuerrote Edition Let's Change mit Taui. Und den nächsten Part seht ihr wieder bei ihr, wie gewohnt. Jetzt geht's auch regelmäßig weiter mit dem Projekt. Bis dahin. Servus, Leute.